Hi ihr Hübschen, heute habe ich mal nach langer Zeit wieder einen DM-Haul für euch. Ich war gestern im DM einkaufen. Ich habe auch einige Neuheiten entdeckt, also teilweise Sachen, die für mich neu waren, teilweise halt auch Sachen, die allgemein in der Drogerie neu waren oder neu sind. Und da habe ich ein bisschen was eingekauft und möchte euch das heute zeigen. Bevor ich mit dem Haul loslege, möchte ich euch etwas zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Das ist nämlich ab morgen bei DM erhältlich. Das sind nämlich von Ivy diese Hot Eye Stream Augenpads. Und zwar ist das eine Augenmaske, die hat die Duftrichtung Lavendel. Hier steht drauf, mildert Augenringe gegen geschwollene Augen, verbessert die Blutzirkulation der Augenpartie gegen müde Augen und müdes Aussehen, sofortige Entspannung und Erholung. Ich packe euch das mal gerne aus, dann kann ich euch das mal zeigen. Also es kommen in so einer Verpackung. In so einer Verpackung sind halt 5 Pads immer drin. Das Ganze sieht dann so aus, sobald man die Augenpads auspackt, werden die aktiviert und es kommt dann die Wärme in diese Pads rein. Die beläuft sich so um die 40 Grad. Dann kann man das Ganze hier einmal so aufsetzen und hier sind so Ösen, damit man sich das hinter die Ohren klemmen kann, damit es auch nicht verrutscht. Und dann kann man die ganze Augenmaske 10 Minuten drauf lassen und sich entspannen. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, warum Wärme und nicht Kälte, weil man kennt ja standardgemäß halt auch Kälte als Mittel gegen geschwollene Augen zum Beispiel. Dadurch, dass man Wärme auf die Augen tut, wird die Blutzirkulation angeregt und dann geht die Schwellung runter. Und ich finde, Wärme ist auch entspannender als Kälte. Ganz ehrlich, wenn ihr euch so irgendwelche Kühlsachen auf die Augen packt, ist es im ersten Augenblick auch unangenehm. Und ich finde Wärme da viel angenehmer und jetzt gerade, wo der Sommer eigentlich quasi schon fast vorbei ist in der Herbst- und Winterzeit, stelle ich mir das sehr, sehr angenehm vor. Wie gesagt, gibt es diese Augenpads von Ivy ab morgen bei DM zu kaufen. Dann kommen wir zu den Sachen, die ich gekauft habe. Da habe ich ja gesagt, sind ein paar Neuheiten dabei und dann fange ich direkt mal an mit einer Neuheit für mich. Und zwar wisst ihr, dass ich mit Shampoo immer rumexperimentiere und ich suche mir das mal gerade hier zusammen. Und da immer verschiedene Sachen ausprobiere. Zuletzt habe ich was von Rossmann ausprobiert. Das war sowas, ja, irgendwie so ein Naturprodukt mit Kokos. Also ich stehe ja voll auf Kokos. Und jetzt habe ich bei DM, oh, hier ist ein Haar dran. Ich habe das gestern schon benutzt. Bei DM das hier entdeckt. Und zwar Balea Schönheitsgeheimnisse feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Und dazu habe ich auch die passende Spülung. Die sieht so aus. Und dazu habe ich auch die Haarmilch. Die habe ich auch gestern schon benutzt. Ich muss sagen, das sieht einer bestimmten Marke wirklich sehr ähnlich. Ich glaube, Garnier wahre Schätze. Also die Verpackung und auch die Schrift da drauf und so ähnelt dem wirklich sehr. Kostet 95 Cent. Ich glaube, die Haarmilch kostet 1,95 oder 2,95. Da bin ich jetzt nicht zu 100% sicher. Ich blende euch aber die Preise ja ein. Also für den Preis dachte ich, okay, probierst du es mal aus. Es hat keine Silikone, spendet Feuchtigkeit und Balance, ist für trockenes Haar geeignet. Mit Kokoswasser. Ich habe gestern das erste Mal damit meine Haare gewaschen und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es hat gut aufgeschäumt, was ich immer sehr wichtig finde irgendwie. Und es riecht gut. Was die Pflege jetzt, Pflegewirkung jetzt ist, werde ich dann mit der Zeit sehen. Aber ich finde, so die Verpackung, der Geruch und allgemein die Anwendung hat mich schon mal angesprochen. Dann habe ich ein Duschgel gekauft und zwar von CD. Dusche, große Freiheit. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Frische Brise und es hat 0% Mineralöle, Silikone und künstliche Farbstoffe und tierische Inhaltsstoffe. Ich habe zum ersten Mal ein Duschgel von CD, also habe ich bis jetzt noch nicht gehabt und hier steht neu drauf und ist vegan. Aber was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, ist, dass der Geruchsfaktor für mich ansprechend ist und dass halt das Duschgel gut riecht. Und das tut es allemal. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Urlaub, so ein bisschen an Meerurlaub oder so. Es riecht frisch und sauber und das ist mir bei Duschgelen besonders wichtig. Ich stehe jetzt nicht so auf diese süßen Gerüche, so, keine Ahnung, Mango oder irgendwie sowas. Ich bin eher so der frische Typ. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Typ seid. Eher so fruchtig oder frisch? Wie ihr sehen könnt, habe ich heute auch mal meine Haare geglättet. Ich habe sie ein bisschen abschneiden lassen und habe gedacht, ich glätte sie heute mal. Und dann brauchte ich halt noch ein Produkt, was mich so ein bisschen unterstützt bei der Glättung. Und da habe ich jetzt das von L'Oreal gefunden. Hot und glatt. Hitzestyling, 3 Tage glatt und Anti-Frizz steht hier drauf. Ich habe es heute auch angewandt. Es ist halt wie eine Milch. Macht man ins feuchte Haar und dann föhnt man und dann glättet man.
Ich habe keinen Vergleich mit anderen Produkten. Also es war gut. Es riecht gut, hat sich gut verteilen lassen, ist auch gut eingezogen, es klebt nichts, ist alles schön griffig. Ich meine, ich habe auch dicke Haare und ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut bis jetzt. Aber wie gesagt, so Langzeit-Review kann ich dazu jetzt noch nicht machen. Milan geht ja jetzt in die Schule, das wisst ihr ja, und er stylt sich, seitdem er in die Schule geht, jeden Tag die Haare. Ja, er ist jetzt auf dem Trip, dass er mit ungemachten Haaren auf jeden Fall nicht mehr aus dem Haus geht, und er hat halt immer das Gel und den Schaum von Serki benutzt, und deswegen habe ich bei DM was mitgenommen, also was ich jetzt gesehen habe. Einmal ein Balea for Boys Styling Gel. Das war in der Kinderabteilung und hat 1,95 gekostet. Er hat es heute Morgen auch drauf gemacht. Also es ist nicht so wie das Gel, was man kennt, was dann richtig hart wird. Das bleibt schon so ein bisschen weich, aber die Haare liegen trotzdem. Wir werden gleich sehen, wenn er von der Schule kommt, ob die Haare immer noch so sind wie heute Morgen. Aber ja, er findet es halt cool, dass er sein eigenes Gel benutzen darf. Was ich auch neu bei DM entdeckt habe, ist einmal so eine reparierende Maske von Balea. Kommt in so einem Pappkarton, das kenne ich gar nicht. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Hier hinten steht drauf: mit Hyaluronsäure und grünem Teeextrakt regt die Erneuerung der Haut an und steigert die Elastizität. Und ich glaube, ach so, okay. Es ist einfach nur so eine gelartige Konsistenz in so einer coolen Verpackung. Ich muss ehrlich sagen, die Verpackung hat mich angesprochen, deswegen habe ich es gekauft. Da bin ich mal gespannt. Ich werde sie heute Abend mal drauf machen und dann werde ich in meinem Vlog darüber berichten. Ich habe auch Ausschau gehalten nach einer neuen Grundierung bzw. einem Primer. Und dann bin ich bei Essence fündig geworden. Einmal Fresh and Fit. Das ist ein Healthy Glow Pore Minimizing Effect Primer. Den habe ich heute auch schon aufgetragen. Und der war super gut im Auftrag. Meine Haut sah wirklich frisch aus. Und für den günstigen Preis habe ich gedacht, nimmst du es mal mit. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich finde ihn ganz cool. Der ist auch schön eingezogen. Es klebt nichts. Das Make-up danach lässt sich schön verblenden und alles schön auftragen. Es wird sich zeigen, wie der sonst so ist. Aber meine Haut sah wirklich sehr viel frischer aus mit dem Primer hier. Dann gibt es irgendwie neue Farben oder eine neue Reihe von Essence Lippenstiften Ultra Last Instant Color. Ich habe hier die 07. Das ist ein Braunton, den habe ich heute auch drauf. Der ist weder glänzend noch matt und ich fand das eigentlich ganz super, so die Mischung. Ich mag so komplett glänzend überhaupt nicht mehr und manchmal mag ich auch nicht dieses komplett matte. Das ist halt so ein Zwischending und das fand ich super und die kosten auch wirklich nicht viel, ich glaube 2,25 und für den Preis kann man die mitnehmen. Ich habe schon ganz, ganz viele von diesen Lippenstiften, also auch aus anderen Reihen irgendwie diese komplett matten und so weiter, und die sind gut und die halten auch wirklich sehr, sehr lange. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, diese Lipsticks von Essence. Was ich auch neu entdeckt habe, ist eine Tuchmaske bzw. eine Limited Edition von Balea. Das sind diese mit diesen witzigen Tierchen drauf. Die ist für jede Haut geeignet, spendet erfrischende Feuchtigkeit und ist entspannend. Und ich mag Tuchmasken voll gerne. Die sind voll praktisch. Ich brauche mir nicht meinen Pinsel rauskramen und das erstmal Ewigkeiten auftragen, sondern einfach die Maske drauf und fertig. Und die werde ich jetzt auch demnächst mal ausprobieren und mal gucken, wie die ist. Dann habe ich noch was Neues entdeckt, und zwar nochmal eine Maske. Und zwar ist das eine Multi-Masking 3-in-1. Das ist irgendwie regenerierend, Poren verfeinernd und reinigend. Wangen, Augen und T-Zone. Ich glaube, für jede Zone ist hier eine Maske drin. Das heißt, für die T-Zone ist eher was Reinigendes. Für die Wangen ist dann wahrscheinlich Poren verfeinernd. Und für den Rest des Gesichts ist es regenerierend. Das heißt, man hat irgendwie für alles etwas. Und das habe ich mir halt gekauft, weil ich eine Mischhaut habe. In der T-Zone bin ich eher fettig und der Rest ist eher trocken. Und auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Was ich auch neu entdeckt habe, ist einmal hier von Profissimo diese Küchenzaubertücher. Das sind 4 Tücher. Und das Coole ist, man kann sie auch in die Spülmaschine tun, wenn sie mal muffig riechen oder so. Ich habe es ja schon manchmal in die Waschmaschine gemacht oder so. Aber in der Spülmaschine habe ich es ehrlicherweise noch nie ausgetestet. Ich mache mal gerade eins auf und die sahen so cool aus irgendwie. Die sind nicht zu groß und nicht zu klein. Es sind 4 Stück in einer Packung und die sind günstig und deswegen wollte ich die jetzt mal ausprobieren. Ich brauchte auch wieder einen neuen Tischspiegel. Meiner, der diese eine Vergrößerungsseite hat, da ist die eine Seite leider kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir jetzt das hier gekauft, einfach so mit so einem Standfuß und einer großen Seite und einer kleineren Seite,
Und ja, zum Spiegel brauche ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich habe auch wieder was Neues in der Haushaltsabteilung gefunden, also noch etwas Neues. Und zwar ist das ein Schwamm von Scrub Daddy. Das ist so ein Schwamm mit so einem lustigen Gesicht. Und der ist halt pink, den gibt es glaube ich auch noch in Orange oder so. Das Coole an dem ist, dass der irgendwie kratzfrei ist, langlebig und robust. Auch den kann man nämlich in die Spülmaschine tun. Der fühlt sich auch nicht an wie so ein Schwamm, sondern irgendwie schon anders. Und man kommt halt cool in irgendwie Gläser rein oder so. Ich packe es mal gerade für euch aus. Also man kann es dann zum Beispiel so reinmachen und dann dadurch, dass er hier das Gesicht hat, hat man den Griff und dann kann man irgendwie tiefere Sachen reinigen. Keine Ahnung, was ihr damit reinigen wollt, aber auf jeden Fall kann man das damit machen. Der ist natürlich ein bisschen teurer als jetzt diese ganzen anderen Schwämme. Der kostet, glaube ich, 2,95, ist nur einer, aber der soll halt langlebiger sein und deswegen produziert man auch weniger Müll und deswegen wollte ich es einmal austesten. Dann habe ich noch ein paar Standardprodukte gekauft, wie zum Beispiel meine Evelyn Maxi Pads. Die hole ich immer wieder nach. Ich habe jetzt nämlich meine Backup-Packung angebrochen. Was ich auch immer wieder nachkaufe, ist von Frosch mein Spiritus Glasreiniger. Meine Abschminktücher von BB, die 5 in 1, die kennt ihr mittlerweile auch. Die waren auch alle und deswegen habe ich die jetzt nochmal nachgekauft. Dann haben wir immer das Problem, wenn die Kinder morgens und abends ihre Zähne putzen wollen. Also die Zahnpasta und die Zahnbürsten sind immer oben im Badezimmer. Aber manchmal, wenn sie dann unten sind am Morgen oder so und ich dann sage, die sollen nochmal Zähne putzen, dann haben sie keine Lust hochzulaufen. Deswegen habe ich jetzt nochmal so ein Set gekauft, also 3 Zahnbürsten und eine Zahnpasta für unten. Oben sind die elektrischen Zahnbürsten und unten haben wir dann einmal so eine Handzahnbürste. Diese hier ist jetzt von Dr. Best. Die Vicky Edition, da gab es jetzt 2 und eine gratis, also 3 Stück. Und einmal von Dontodent DM, die Kids Zahnpasta bis 6 Jahre. Das war es auch schon von meinem DM-Haul. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.